Machen wir. Danke. Seebach heute Alleinunterhalter gegen Frankfurt 3-1 gewonnen. Unheimlich viele Punkte, das ganze Spiel ist über dich gelaufen. Dankeschön. Ja, ich denke, heute hat wirklich gut geklappt. Es ist ein Teil meines Jobs, die Punkte zu machen. Auf jeden Fall kann ich nicht sagen, dass es ein Spiel von alleine von mir ist, weil wir haben eine große Mannschaft, wo sieht man am Ende der vierte Satz, dass ich glaube, die letzten 4 oder 5 Punkte nicht den Ball berühre, weil an Tobi macht einen Block, an Mischa macht einen Block, Björn macht einen guten Aufschlag und denke ich, das ist eine Sache, dass wir heute in verschiedenen Facetten Spieler nicht sein Bestes oder gut gespielt haben, aber haben in anderen Facetten da dem Team geholfen, wo sie helfen mussten und denke ich, das ist das Ziel unserer Mannschaft, dass uns unterstützen in verschiedenen Situationen und zu zeigen, dass wir als Mannschaft einer hintereinander steht. War das heute eure Taktik oder hast du einfach heute einen super Tag gehabt? Ich glaube, es war ein Teil eine Taktik von uns, so zu spielen, weil ihre Mittelblocker nicht so schnell sind, in außen rauszukommen. Plus ein Ball, dass wir schnell spielen und dann sehen wir von Anfang an, dass bei mir gut läuft. Und denke ich auch, Thomas entscheidet sich, ein bisschen Gefühl, dass er hat mit mir nach 6 oder 5 Jahren zusammenzuspielen, dass es gut klappt und lassen wir es laufen. Du hast gesagt, du hast eben gesagt, du hast 52 Bälle bekommen. 42? Wie fühlt sich das dann in Knochen nach so einem Spiel an? Merkst du einen Unterschied? Oh, gerade nicht. Ich glaube, morgen wird schwer. Wir trainieren auch sehr viel, um diese Sachen auch zu durchhalten. Tschö. Und ja, wir haben auch Training, so heftige Training. So, den Körper gewöhnt sich. Auf jeden Fall ist anstrengend, weil hier muss man nicht nur die körperliche Anstrengung, hast du die mentale Anstrengung und ohne Publikum leider muss man auch sehr viel Energie reinbringen in Schreien, in die Energie hochzuhalten in die Mannschaft, in den Gedeis, wo mehr tut wie im Körper gerade. Ihr hattet letzte Woche eine schwere Niederlage in Wusterhausen. War das heute nochmal extrem schwierig, die Partie, dann da wieder rauszukommen aus dem Strudel? Nee, denke ich nicht. Ich denke, wir haben ganz schnell abgehackt im Spiel gegen Wusterhausen, haben ja die Woche gearbeitet und gesprochen, von was wir falsch da gemacht haben. Und heute leider ein zweiter Satz, fangen wir noch wieder an mit den gleichen Fehlern, wo wir nicht mit Druck spielen nach einem ganz einfachen ersten Satz, aber zeigen wir im dritten Satz, dass wir das können, dass wir können unser Spiel spielen und dass wir mit Druck spielen können und haben mir gezeigt, dass würde nicht dasselbe als in Wusterhausen, wo wir nicht eine Lösung gefunden haben, um reinzukommen noch wieder in das Spiel. Letzte Frage, hast du kurz Angst, dass es wieder in die gleiche Richtung laufen könnte wie in Wusterhausen? Nö, ich vertraue meiner Mannschaft und wir sind eine sehr erfahrene Mannschaft. Trotz, dass wir junge Spieler haben, haben wir eine sehr erfahrene Mannschaft in was angeht in Arbeit und haben ja wie gesagt arbeitet in dieser Woche diese Konstanz zu suchen und zu spielen. Ist auch, denke ich, schwer nach einem 25, glaube ich, 14 oder 16 zu gewinnen, die Spannung halten und noch mehr ohne Publikum. Denke ich, da macht es noch schwieriger. Aber wie gesagt, im dritten Satz kommen wir rein und, glaube ich, führen wir schon direkt 4 oder 5 Punkte und dann lassen wir nicht los. Im vierten Satz sieht man, dass sie nichts zu verlieren haben und werfen alles. Aber wir am Ende schaffen wir zu zeigen, dass wir unser Volleyball nicht in Panik reinkommen und es zu machen. Nach außen wirkte die Partie sehr verfahren, unheimlich viele Nicklichkeiten, Streitereien, rote Karte, gelbe Karte. Fällt das jetzt nur mehr auf, weil kein Publikum da ist oder war die Partie wirklich so ein bisschen emotionaler? Ich denke, wir sind sehr emotional. Wir haben eine sehr emotionale Mannschaft. Wir haben 2, 3 Spieler, die wir sehr emotional sind. Auf jeden Fall fällt mir ein, weil mit Publikum hört man nicht wirklich viel, was wir in Spiel sprechen. Aber ja, ich denke, es ist auch ein Weg von uns, für Sparspieler sich zu motivieren und die Energie hochzuhalten. Denke ich, in einem Teil hat uns nach unten gebracht, diesem Thema so viel mit den Schiri zu diskutieren, aber haben wir es gut in den Griff gekriegt und zurück in unser Volleyball und haben wir diese Wut und diese Energie in unser Volleyball reingebracht. Danke schön. Bitte.